Hallo Jesus Haus, wir sind immer noch total überwältigt von dem, was letzte Woche passiert ist. So viele von euch haben eingeschaltet und ihr habt so viele Fragen gestellt. Wir sind jetzt auch alle im Social Distancing, darum bin ich allein in meinem Wohnzimmer hier heute. Aber ich grüße euch ganz sehr aus Köln und soll euch auch ganz viele Grüße bestellen von den O-Bros und allen anderen, die dabei waren bei Jesus Haus. Ihr könnt gerne nochmal nachschauen, wenn ihr Sendungen verpasst habt. Und ihr habt uns so viele Fragen gestellt, über 2000 jeden Abend. Davon wollen wir noch ein paar beantworten. Und die erste große Frage ist eben die nach den Regeln. Also warum gibt Gott uns so viele Regeln? Was darf ich als Christ? Wie habe ich mich dazu verhalten? Das Allerwichtigste, was mir dazu einfällt, ist, dass Gott uns nicht Regeln gibt, damit wir ihm irgendwie näher kommen, damit wir irgendwie bessere Christen werden oder damit er uns mehr liebt, wenn wir das alles einhalten oder so. Das wäre so ein bisschen so, als würde ich sagen, hey, ich will der Sonne irgendwie näher kommen. Da sehe ich ein Hochhaus, ich klettere also hoch, ich gebe mir richtig viel Mühe, einen Stock nach dem nächsten und stehe irgendwann ganz, ganz oben und denke, wow, die Sonne ist mir so viel näher. Das ist natürlich Quatsch. Die Sonne ist mir immer noch total weit entfernt. Was ich brauche, um der Sonne näher zu kommen, ist, dass die Sonne mir näher kommt, dass die ihre Wärme, ihre Strahlen schickt. Und genauso ist das bei Gott. Der Gott, an den die Christen glauben, ist ein Gott, der uns nahe gekommen ist, der auf diese Welt gekommen ist und in Jesus Christus. Und er sagt, das, warum ihr in richtig guter Beziehung mit mir sein könnt, das ist eben nicht, weil ihr alle Boxen tickt und alles richtig macht. Das werdet ihr sowieso nie machen. Sondern das liegt an dem, was Jesus für uns getan hat. Der ist uns nahe gekommen. Der ist gestorben für uns. Für all das, was wir falsch machen, wo wir daneben greifen, wo wir andere Leute verletzen. Das ist das Allerwichtigste. Die Beziehung zu Gott, die hängt nicht daran, was wir machen, sondern die hängt daran, was Jesus für uns gemacht hat. Wie ist es aber jetzt mit den ganzen Regeln? Ich glaube, dass Gott eben, weil er uns gemacht hat und weil er uns so sehr liebt, am besten weiß, wie das Leben am besten funktioniert. Gott will, dass es uns gut geht, dass unser Leben aufblüht, dass wir in Freiheit leben. Und darum gibt er uns gute Hinweise und Tipps, wie unser Leben am besten funktionieren kann. Ist ein bisschen wie beim Fußball. Also um Fußball so richtig zu genießen, ich bin eher Handballerin, gilt aber genauso, um Handball oder Fußball so richtig zu genießen, ist cool, dass es da Regeln gibt, an die wir uns halten, weil wir nur so am besten zusammenleben können und am besten zusammenspielen können. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die ist total spannend. Ich habe hier meine Bibel mitgebracht. Steht im 1. Korintherbrief, so ein Brief in der Bibel, eher im 2. Teil, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, im 6. Kapitel. Da schreibt Paulus, das ist ein kluger Typ aus der Bibel, der sagt, hey, wir dürfen alles, ich darf alles, aber das heißt nicht, dass alles auch gut für mich ist. Ich darf alles, aber das bedeutet nicht, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lassen soll. Also zwei Grundziele, die Gott hat mit den ganzen Regeln. Das erste ist, dass er will, dass wir frei sind. Also, wenn es um solche Fragen geht, wie ist es erlaubt, Pornos zu gucken? Oder manche haben gefragt, ist es erlaubt, sich selbst zu befriedigen oder sowas? Oder was ist mit Alkohol? Gottes Ziel ist immer, dass wir frei sind. Und ich kenne so viele Leute, die durch solche Sachen voll in irgendwelche Süchte geraten sind. Die sagen, ich komme da nicht mehr von los, ich muss das immer wieder gucken. Oder ich muss immer wieder das tun und ich will das eigentlich gar nicht mehr. Wir haben von Sam gehört, in einer der Sendungen, das könnt ihr gerne nochmal nachschauen, der pornografiesüchtig war. Und ich habe auch eine Freundin, die mir das so erzählt hat. Ist ja auch ein Problem, das auch Frauen betrifft. Die gesagt hat, ich habe mich nachher so dafür geschämt, dass ich eigentlich Kontakte zu allen anderen irgendwie abgebrochen habe. Und das ist doch das Gegenteil von Freiheit. Gott will, dass wir frei sind. Und, das steht auch hier, Gott will, dass wir Liebe üben anderen gegenüber. Es kann also sein, dass es für mich total okay ist, ab und zu mal einen Wein zu trinken. Wenn ich aber mit Leuten zusammen bin, für die das nicht okay ist, zum Beispiel, weil sie irgendwann mal alkoholabhängig waren oder so, hey, dann ist das doch ein Zeichen der Liebe, dass ich sage, nee, das brauche ich jetzt auch nicht zu machen. Also das sind so die zwei Grundkriterien, was dient der Liebe und was dient der Freiheit. Und das ist das, warum Gott uns solche Regeln gibt, weil er genau das für uns will. Also, wie ist das jetzt zum Beispiel mit Sex vor der Ehe? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich denke immer, hey, Gott hat uns Sex gegeben, damit wir den genießen können. Damit, das ist ein Riesengeschenk. Und genau darum gibt er uns da so Parameter, so gute Grenzen, in denen wir das am allerbesten genießen können. Ich denke dazu, hey, ich will meinen Körper nur jemandem geben, der auch ja zu meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele gesagt hat, der voll sagt, ja, ich werde mein Leben mit dir leben.
Der sagt, ja, ich werde mein Leben mit dir teilen. Egal, ob du irgendwann mal alt und schrumpelig bist, egal, ob du gut im Bett bist oder nicht. Darum glaube ich, dass das ein guter Tipp von Gott ist. Wie ist das mit Alkohol? Ja klar, Jesus verwandelt Wasser in Wein. Nicht umgekehrt, wie manchmal manche Christen denken. Es ist total okay, auch mal was zu trinken. Aber ich will davon nicht abhängig werden. Und da gerät man ganz schnell rein. Ich will auch nicht, dass ich irgendwelche blöden Sachen zu Leuten sage, die eben nicht liebevoll sind, die ich dann nachher bereue. Also in Maßen. Wie ist das mit Zocken und Ballerspielen spielen? Auch da denke ich, hey, was macht das eigentlich mit meinem Bild von Menschen? Also wie gehe ich dann nachher raus und behandle Menschen? Dient das dazu, dass ich liebevoller anderen Menschen gegenüber werde? Es gibt da also nicht auf alles so schwarz-weiß Antworten. Da kannst du selbst denken und selbst mit Gott im Gespräch sein. Und lies, lies auch in der Bibel. Ich glaube, dass Gott dadurch echt zu dir spricht. Das Wichtigste daran ist für mich immer, dass Gott, und darüber haben wir auch ganz viel bei Jesus Haus gesprochen, sagt, hey, nichts, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Egal, was du gemacht hast, egal, was du tust, egal, was du auch immer wieder tust, ja, ich will dir gerne da raushelfen. Ja, ich will gerne dein Herz verändern. Ich glaube, wenn wir eng mit Gott unterwegs sind, dann verändert er uns auch. Und dann ist das irgendwann wie so ein altes Ehepaar, wo man manchmal denkt, sind die Geschwister, weil die sich so ähnlich sehen. Dann werden wir Jesus ähnlich, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen. Aber das Wichtigste ist, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Bei uns ist das heute so, dass wenn wir uns die Hand geben, dürfen wir gerade nicht wegen Corona, aber wenn wir es dann wieder dürfen, dann machen wir das so. Und dann, wenn einer loslässt, dann rutscht man ganz schnell ab. Bei den Römern zu Jesus' Zeit war das so, die haben sich so die Hand gegeben. Also hier oberhalb vom Handgelenk. Und da ist das so, wenn jetzt einer loslässt, dann hält der andere trotzdem. So ist das bei Gott. Ja, wir lassen immer wieder los und wir sind nicht perfekt. Und wir halten uns nicht an alle Regeln. Und ja, ich möchte gerne noch mehr mit Jesus zusammenwachsen und mich von ihm verändern lassen. Aber selbst wenn ich loslasse, Gott hält mich fest. Seine Liebe gilt.